Der Fall Anton Paar wird aktuell in den Medien heiß diskutiert. Selbst Armin Wolf hat sich dazu auf Twitter zu Wort gemeldet. Die Geschäftsführung des Grazer Messtechnikherstellers nimmt das Coronavirus als Vorwand, um damit die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Was hinter der ganzen Sache steckt und wie es jetzt weitergeht, das erklärt mir die stellvertretende GPA-DJP-Regionalgeschäftsführerin in der Steiermark, Verena Nussbaum. Hallo Verena. Hallo Peter. Die für diese Woche geplante erste Betriebsratswahl in der Firma Anton Paar wird nicht stattfinden. Als Grund für die Nichtabhaltung der Wahl hat die Geschäftsführung gesundheitliche Aspekte angeführt. Es sei derzeit einfach zu gefährlich. Ist das so? Nein, aus unserer Sicht absolut nicht, denn der Wahlvorstand, und das ist ja das Interessante an der ganzen Situation, wollte ja ursprünglich die Betriebsratswahl als reine Briefwahl, also mit Wahlkarten ausschreiben. Und die Geschäftsführung hat jedoch gesagt, nein, er gibt die Adressen nicht her der Mitarbeiterinnen, weil es am 19. Mai nicht mehr notwendig ist, die Betriebsratswahl als Wahlvorstand, als Briefwahl auszuschicken, weil schon ein Großteil der Beschäftigten wieder im Betrieb arbeiten. Und dann ist es noch zusätzlich gekommen, dass eben zwei Wahllokale ausgesucht wurden, gemeinsam mit der Geschäftsführung, die groß genug sind, um Abstandsregelungen einzuhalten, und auch für die Hygienemaßnahmen ist eben vorgesorgt worden. Die Geschäftsführung, die wollte die Betriebsratswahlen offenbar frühestens im November abhalten. Warum ist das so? Es gibt eine Bestimmung im Arbeitsverfassungsgesetz, die sieht vor, dass eben Funktionsdauern von Betriebsratskörperschaften verlängert werden bis 31.10.2020, wenn aufgrund von Corona bedingt der Situation im Betrieb es nicht mehr möglich ist, dass dort auch so gearbeitet wird und eben die Wahl durchgeführt wird. Aber da war der Sinn des Gesetzes, dass keine betriebsratsfreie Zeit dadurch entstehen sollte. Aber das heißt nicht, dass keine Betriebsratswahlen abgehalten werden dürfen. Und auch wenn man an die Lockerungsverordnung denkt, ja, auch die wurde aus meiner Sicht falsch interpretiert von der Geschäftsleitung und auch im Endeffekt vom Gericht, weil gerade bei wesentlichen beruflichen Tätigkeiten ist es möglich auch, dass mehr Leute als 10 zusammenkommen. Und ich würde sagen, eine Betriebsratswahl ist auf jeden Fall eine wesentliche Tätigkeit im Sinne der Belegschaft. Auch in der Vergangenheit, da hat es bei Anton Paar schon Versuche gegeben, einen Betriebsrat zu gründen. Doch bisher sind all diese Versuche gescheitert. Woran liegt das? Ja, es hat immer wieder einzelne Versuche gegeben. In der Zwischenzeit ist das Unternehmen stark gewachsen an Beschäftigten. Und da ist es jetzt einfach der Wunsch von sehr vielen, von einem Großteil der Beschäftigten, da einen Betriebsrat zu gründen. Und es hat sich jetzt eben Gott sei Dank auch eine große Gruppe gefunden, um eben die Wahl auch so durchziehen zu wollen. Wie geht es jetzt weiter? Naja, wir werden jetzt natürlich einmal den Rechtsweg weiter bestreiten, in dem Sinn, dass wir natürlich gegen diese einstweilige Verfügung Rekurs und Widerspruch einbringen werden und sind eben daran interessiert. Also das Verfahren wird jetzt dann auch ausjudiziert werden vor Gericht, dass es natürlich vielleicht auch eine außergerichtliche Einigung gibt, dass wir doch noch eine Betriebsratswahl durchziehen können. Verena, danke für die Informationen. Wir bleiben natürlich dran.